Nochmal ganz kurz, so, Musik natürlich an. So, ja. Ich mache jetzt nochmal eine kleine Folge. Wundert euch nicht über alles dahin, das kommt alles in der spätere Aufnahme. Ich habe leider schon einmal so den Fortschritt gezeigt, allerdings beim Schlafenlegen ist es dann gecrashed. Das habe ich leider jetzt erst gesehen nach der großen Session, weil ich einfach nur neu gestartet habe. Ohne nachzuprüfen, leider. Ja, so blöd bin ich immer noch. Und deshalb, wir haben die Enderman Farm fertig gemacht. Wir haben da hinten eine Wither Farm gebaut. Wir haben das hier gebaut. Also unsere Stromversorgung für manche Geräte. Versorgt hauptsächlich alle unsere Teile so ein bisschen mit Strom. Es soll auch hier nichts einfach so rausnehmen. Das hier bleibt unseren normalen Maschinchen vorbehalten, was die so verbrauchen. Ne? Und natürlich. Wir haben auch schon ein paar Viecher gekillt, haben daraus richtig schönen tollen Loot bekommen, diese drei Teile. Natürlich die Ender Crystals, davon jeweils immer zwei pro Enderman. Die lief sogar fast fehlfrei. Ich habe nur einmal kurz den Grinder falsch reingesetzt. Nein, der hat nicht mich getötet. Habt also nichts verpasst. er tötet tatsächlicherweise nur Mobs. Die hier musste ich so beschissen bauen im Prinzip. Weil, ja. Ne? Weil. Boah, ouch. So, du kannst always accurate sein. Du kannst jetzt auch accurate sein. Weil die können sich nicht mehr wegteleportieren. Es ist auch egal, wenn er nur sehr wenig Energie bekommt und so. Es soll nur passiv laufen. Ne? Ich meine, wir haben da hinten noch die Wilderfarm. Es wird alles nur über das Tier 1er gemacht. Das soll auch so erst einmal reichen. Ich meine, wir könnten jetzt hier noch eine Schaltervorrichtung anbringen. Mal schauen, was haben die uns so gedroppt. Außer Enderperlen. Oh, schön viel. Hier können wir uns jetzt noch an einem Hopper bedienen. Das mache ich jetzt auch noch schnell mit euch, bevor ich an die versprochenen Offline-Arbeiten gehe in der letzten Folge. Für euch sind es leider drei weitere Folgen, die ihr euch antun müsst, bevor ihr die Info überhaupt habt, was ich offline machen möchte, werde. Tut mir also fast leid für euch. Aber ja, ihr müsst verstehen, das ist der Lauf der Dinge. So. Und jetzt, gut, kein Chest. Alben. Okay, nein, keine Iron Chest. Aber können wir dich machen? Oh, fast, was fehlt denn? Kiste. Können wir auch zwei davon machen? Hoffen wir es mal. Habe ich die Blaze Rods schon gespeichert? Ich will es doch schwer hoffen, sonst war ich wieder ein Idiot. Aber wir haben ja hier unsere Crate. Ne? Unsere Crate of Shit. Nur fünf Stück. Perfekt. Dann speichern wir uns die Dinge auch gleich mal. Ne? So. Ja, das ist alles
seht ihr alles im Video, was es damit alles auf sich hat. Ja. Warum EMC jetzt dafür verwenden, wenn wir die Teile hier haben? So, davon nochmal eine und dann jeweils ein Lapis. Komm. Nein, stopp, dafür brauchen wir keinen Redstar, dafür brauchen wir was anderes. Mal schauen, ob ich das habe. Nein, habe ich leider nicht. Das ist rot. Da hätte ich jetzt bei Farbe. Ja, wir haben Asche, die dient auch nicht als Farbe. Doch, haben wir. Perfekt. So. Dann. So. Nein, natürlich nicht. So. So, du darfst. Ja, du darfst. Red, red und blue, blue. So. Das ganze Zeug, das da drin war, jetzt in einer weißen. Nochmal eine weiße machen. Dass wir drauf zugreifen können. Das ist so meine Blödheit manchmal. Das ist, boah. Ne? So, eine Kiste. Einmal. So. Aber das schadet auch nicht, dass wir hier jetzt die weiße haben. So, im Gegenteil. Das Schöne ist, wir brauchen jetzt einen Importer. Das ist ein Constructor, ein Destroyer, den brauchen wir für was anderes. Der Importer, ja. Denn mit diesem schönen Importer können wir was ganz Lustiges machen. Die geht trotzdem auf, das ist super. Nämlich das da. Wenn da jetzt irgendwas reinkommt, dann landet es hier. Wie man sieht. So. So haben wir diese Farm automatisiert. Wahnsinn, nicht wahr? Und da wir hier so eine schöne dritte Kiste übrig jetzt haben, weil das ja super geplant war von mir. Red und Blue. Ja. Hängen zusammen. Haben wir damit dann auch unsere Wither Farm schon mal formatisiert. Also vorbereitet zur Automatisierung. So, doch so. Und ab dafür, so. Die kann da rein. Die können auch weg. So, und man sieht, bam. Bam. Ja, das war so ein grober Überblick. Wir haben das aus der Mob-Farm, aus der alten hier geklaut. Das Set, was beim Wither ist. Und ja. Ich habe auch rumgezeigt gehabt, wo ich lang bin, um dieses Appetite für die Farm hier zu finden. Das kann ich auch nochmal machen. Das ist hier so eben die Dinger abgegrast. Und hier überall rumgeflogen. Jede Höhle reingegangen. Festgestellt, nichts
bis ich dann bei einem Örtchen ankam. Das war hier oben, hier in einer Höhle. Da war ein Chance Cube, von dem habe ich einen Nether Star bekommen. Der heißt North Star. Der ist immer noch hier drin. Ja, habe ich noch nicht benutzt, außer um reinzulegen. Einmal kurz zum Lernen. Ja. So. Und da war dann einmal eine riesige Ader mit diesem Appetite. Und daraus haben wir eine ganze Menge bekommen. Das sollte auch eine ganze Weile reichen. Also es wird nicht viel verbraucht davon. Ich glaube, er hat jetzt eher keine Sapplinge mehr gerade. Energie dürfte er noch locker haben. Was hat er? An Energie. Ja, er hat keine Sepplinge. Ich brauche dafür, das machen wir dann gerade hier, das haben wir nämlich da nicht gemacht, das seht ihr mal. Ja, hab da zwar was anderes verpasst dafür, leider, aber Filter brauchen wir dafür. Und zwar Itemfilter kriegen wir hin. So. Blacklist. Das reicht uns. Alles andere kann er rausziehen. Ja, du bist Filter. Alles andere. So, kannst du rausziehen. Du sollst auch nicht schnell funktionieren. Funktionierst du autark? Können wir beenden. Dann bleiben die Sapling da drin. Der Rest wird rausgezogen. Bei den Sapling müsste man eigentlich Filter Transfer. Wenn ich die da so reinklemme, wenn ich hier was rumlege, filterst du das dann raus, dass nur das eine da reingeht? Oder wie machst du das? Ach, wisst ihr was? Wir machen es uns dann noch einfacher. Wir nehmen jetzt nämlich einfach diese Conduits. Für die gibt es auch Filter. Reis, Blätter. Okay. Das ist alles kein Problem. So. So. Dann haben wir hier Papier. Hopper können wir auch so machen. Halt ein bisschen teurer, aber immerhin. Jetzt die Item Conduits. Na komm. Hast du keinen Saften? Doch. So. Also manchmal will es halt nicht wirklich reagieren. Mit dem Wasser, das ist so in Ordnung, es kann bleiben. Eigentlich kann das so, dann kommt das auf Insert. Du kannst. Insert, Whitelist,
Was? So. Du bist disabled. Und du bist auf Extract always on. So. Na? Na? Oi. Ist es dunkel? Nein. Okay. Man merke. So. Dann brauchen wir ein bisschen eine Energiequelle eben. So. Darf er 9 davon fressen? Aber da genügend Saft. Erstmal. Das dürfte eine ganze Weile reichen. Und da du mir jetzt hier sagen willst, dass die nicht gehen, brauche ich einen. So. So, brauchen wir was anderes. Und zwar Kiste 1. So. Insert dich so. Whitelist. Und du bist Extract Always. Na? Ah, ja. Insert. Nein, in dich soll die eigentlich nicht. Okay. Da das so nicht geht, nochmal. Extract. Das geht doch. Unser Priority. Eins und du dich setzen auf 2. Dann müsstest du geht nicht. Wir sparen uns diese Kiste schon mal. Control. Insert. Du bist ja da. Priority 1. Du bist disabled. Du bist auch auf Insert mit 1. So.
irgendwo wird's doch jetzt wohl reinkommen, das ganze Zeugs. Ne? 51. 10. Nope. So, 61. So. Oder sag mir nicht, ich muss dich irgendwie mit da dran schließen. Dann ist die Valve nur hierfür und das hier ist auch Hedge. Ist das richtig? Sehe ich das richtig so? Dass das Hedge ist? Und das hier vielleicht dann auch zur Valve gehört? Ist das, sehe ich das richtig? Weil die Gearbox ist für den Strom. Aber... Okay, da kann es nicht rein. Und dich können wir damit auch disablen. Da muss ich mir was einfallen lassen. Und zwar... einen Hopper lasse ich mir dafür einfallen. Denn wenn ich mit einem Hopper da irgendwo Zeugs reinpumpen kann, weiß ich, was ich machen kann. Du musst auf dem Zert stehen für das Experiment. Okay. Definitiv nicht an der Wurf. Ich will es eigentlich nicht ausprobieren. Aber ja. Ich muss die Hedge umsetzen. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gehen musst, aber boah. Manchmal sind diese Conduits, da stressen sie mich. Disabled. In, out. So. Insert nur dich. So. Und always. Moment, so. Ich mache es jetzt so. Umständlich, aber da kann eh kein Wasser rein. Insert, so. Whitelist, Blacklist. Ignore Metadata. Priority 1. Sechs.
Das ist vielleicht ein bisschen eine langweilige Folge für euch, ich weiß. Ist keiner da drin gelandet bis jetzt? So, jetzt haben wir 50 drin, gleich entscheidet sich's. So. 49. Sampling. Und ja, es funktioniert endlich. Wahnsinn. So, die ist also somit gefixt. So, Ende. Die steht. Die produziert uns jetzt auch schön viel Holz. Was wir mit dem Holz machen, entscheiden wir dann noch, ob wir es hauptsächlich als Energieversorgung benutzen wollen, weil dafür war es eigentlich auch gedacht. So. Aber das war jetzt so ein kurzer Einblick mit Fixen, Zeugs und so weiter. Danke fürs Reinschauen. Viel Spaß bei den nächsten Folgen, in denen wir die Wither Farm gemeinsam aufbauen und ich hoffe auch noch ein paar andere Sachen. Vielleicht habt ihr Glück und es ist auch noch der Endteil davon mit dabei. Ich hoffe es für euch zumindest. Das wäre zumindest schön. Also, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.